So, Marc Baratke, herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen den VfL Brandbau. 38:29, war aber lange Zeit ein hartes Stück Arbeit. Ja, das muss man definitiv so sagen, insbesondere in der ersten Halbzeit. Brandbau hat uns mit einer aggressiven Abwehr und vor allen Dingen einem relativ variablen Angriffsspiel das Leben durchaus schwer gemacht. Wir sind nicht so reingekommen, wie wir uns das erhofft hatten, haben eigentlich nicht so schlecht verteidigt, haben im Tor nicht ganz so glücklich am Anfang agiert, haben dann durch die Reinnahme von Till Pasch ein bisschen Sicherheit gewonnen. Ja, und insgesamt im Angriffsspiel ein bisschen flüssiger geworden. Brandbauer hatte von den letzten 5 Spielen vor diesem Spiel 4 gewonnen. Ihr wart gewarnt und hat sich auch eigentlich gezeigt, dass das richtig war, sich sehr zu fokussieren auf diesen Gegner. Ja, keine Frage. Also Brandbauer hat, so wie wir das mitgekriegt haben, auch personell noch mal ein bisschen nachgelegt. Insbesondere der Rückraumlinke, der Sebastian Kohl, der auch schon höherklassig gespielt hat, war im Vergleich zum Hinspiel nicht dabei. Ansonsten gut. 1-2 Leute waren angeblich bei denen nicht dabei, bei uns allerdings auch einige Verletzte oder andere anderweitig verhinderte Spieler mit Niklas Grotemeier, Marco Schilling, Matthias Wittland. Deswegen denke ich, war das von den Bedingungen erstmal ein Spiel im Vorfeld auf Augenhöhe. Ja, und am Ende haben wir uns dann, denke ich, doch auch verdient. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben eigentlich ohne etatmäßigen Kreis fast gespielt. Niklas Grotemeier, Marco Schilling beide nicht dabei, Mucki, Matthias Wittland auch nicht dabei. Das habt ihr gut kompensiert heute. Man muss sagen, Finn Mosel wächst in diese Rolle am Kreis immer besser rein. Es gibt hier und da noch kleinere Abstimmungsprobleme, insbesondere zwischen uns beiden. Mit mir auf Rückraum Mitte und ihm am Kreis. Ist aber heute schon wesentlich besser gewesen als in den letzten 1-2 Wochen. Und da arbeiten wir auch kontinuierlich im Training dran, dass wir uns da weiter steigern. Ja, zum 100. Mal, glaube ich, diese Saison geht ein Dankeschön an Tobias Koste, der immer wieder aushilft. Wie gesagt, schon, glaube ich, 10-mal verabschiedet. Immer wieder die Bereitschaft da gewesen, auch weiter auszuhelfen. Ja, und wir haben heute natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass unsere alte Geheimwaffe Hannes Jansen plötzlich nochmal aus dem x-ten Ruhestand zurückgekommen ist. Hat uns dann in dem Moment natürlich auch vor allem in der Abwehr auch nochmal ganz gut getan. Genau, du hast es gesagt, Hannes in der Abwehr hat dann viel gewechselt mit Tim Mecklenburg hinterher im Angriff. Hat ganz gut funktioniert, dieses Wechselspiel auch. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen zu Mecki muss man sagen, unser Bufti hier im Verein ist, der wächst auch immer mehr rein, der kann dieses Herrenspiel immer besser mitspielen. Man sieht natürlich bei ihm immer wieder noch diese Leichtsinnsaktion, die ein Jugendspieler einfach manchmal noch drin hat. Aber der Junge hat einfach überragende Anlagen. Der hat uns schon gegen Brechten den Allerwertesten gerettet mit seinen 4 Toren in der Schlussphase. Auch heute wieder ganz, ganz wichtige Aktionen. Nicht nur Tore, sondern auch Kreisanspiele. Und wir sind einfach froh, dass wir ihn haben und versuchen ihn immer weiter zu integrieren, dass er in naher Zukunft dann auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil bei uns wird. Kurz noch die Torwartposition. Du hast gesagt, Alex Hakenes hat nicht so glücklich angefangen. Till Pasch kam dann, hat gut gehalten. Dann kam Apu aber hinterher noch mal rein, hat dann in der Phase auch wiederum gut gehalten. Also unterm Strich waren heute auch eine ganze Menge Torwartaktionen dabei, die euch gut im Spiel gehalten haben. Auf jeden Fall. Also das ist auch das Gute. Ich sehe die beiden. Till ist jetzt glücklicherweise nach seiner Knieverletzung auch wieder voll einsatzfähig. Ich sehe die beiden alles in allem ungefähr auf einem Level. Da hat immer mal wieder einer eine bessere und einer eine etwas schlechtere Phase. Dabei ergänzen die sich ganz gut, insbesondere auch. Sie sind beide relativ unterschiedliche Typen, was das Torwartspiel angeht. Und ja, das ist einfach wichtig für Helling, dass er in so einem Spiel dann auch nochmal einen neuen Impuls setzen kann. Und hat uns heute dann auch wirklich gut getan. Jetzt lass uns mal in die Tabelle gucken. Borussia Höchsten hat 3-mal hintereinander verloren. Bisschen überraschend, haben den Anschluss jetzt an Aalen vor allen Dingen auf Platz 1 so ein bisschen abgegeben. Ihr seid dran vorbei. Ihr seid neuer Tabellenzweiter, 21:7 Punkte. Das macht erstens natürlich Spaß und lässt zweitens für den Rest der Saison noch so ein bisschen was offen. Erst von vornherein gesagt, natürlich haben uns die Punktverluste, die jetzt nicht in den direkten Duellen waren, also sprich der Punkt in Hamburg, den 7 Meter kurz vor Schluss verballert, und vor allen Dingen die Derbyheim-Niederlage gegen Özbil, die haben uns richtig wehgetan. Da wäre jetzt noch mal eine ganze Menge mehr Spannung drin. Aber auch so, man muss sagen, allen, es sind noch 12 Spiele zu spielen, die kommen noch hierhin, die müssen noch nach Höchsten.
Die sind auf jeden Fall der absolute Top-Favorit. Ich glaube, die haben auch die klare Zielsetzung. Das unterscheidet sie, glaube ich, am meisten von uns. Wir wollen das Maximum für uns rausholen. Wir sind jetzt in unserer zweiten Landesliga-Saison nach dem Aufstieg vor 2 Jahren. Und ja, wir sind insgesamt eigentlich ganz, ganz zufrieden, wie es aktuell läuft. Aber wir haben gesehen, wir dürfen uns 0 Ausrutscher erlauben. Wenn wir in dem Moment, wo wir vom Kopf oder von den Beinen ein bisschen nachlassen, wir sind leider keine Mannschaft, die irgendeinen in dieser Liga im Vorbeigehen schlägt. Aber ihr habt einen Lauf und ja, der ist im Moment richtig positiv. Du hast es schon gesagt, Aalen kommt noch hierher, vor allen Dingen aber Borussia Höchsten kommt noch hierher. Wir freuen uns jetzt erstmal dann im nächsten Heimspiel auf ein richtig geiles Derby. Das wird, da wird die Bude mit Sicherheit voll. Ihr habt noch einen gut zu machen aus dem Hinspiel, als ihr ganz knapp und mit ein bisschen Pech verloren habt. Alles Gute weiterhin und ja, wir freuen uns auf eine tolle Rückserie. Ja, wir uns auch. Dankeschön.